Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video. Ich würde mich natürlich wieder darüber freuen, wenn ihr diesem Video eine positive Bewertung geben würdet. Und wenn ihr kein Vorschau-Video verpassen wollt, könnt ihr meinen Kanal auch kostenlos abonnieren. Jetzt viel Spaß mit dem eigentlichen Video. Thank you.
Lebt Nadja noch? Schreibt's doch gerne unten in die Kommentare. Jetzt kommt noch die Beschreibung der Folge, ohne den genauen Bezug zu den Bildern. Franzi hadert mit Nadjas Geheimnis. Robert versucht weiterhin seine Eheprobleme zu verdrängen. Dirk steht unter Schock. Alfons und Hildegard wird ein gutes Angebot unterbreitet. Christoph freut sich, dass Ariane bleibt. Durch einen Zufall ist Franzi hinter ein streng gehütetes Geheimnis von Nadja gekommen. Unter Tränen bittet Nadja Franzi daraufhin um Stillschweigen und appelliert an ihr Mitgefühl. Robert verschweigt Eva den wahren Grund, weshalb er sich nicht auf sie einlassen konnte, und beide reden sich den gemeinsamen Abend schön. Vor Werner gibt Robert zu, dass er sich Tag und Nacht den Kopf darüber zerbricht, wie er die neue Situation meistern soll. Dirk will seine Familie und vor allem Linda nicht einweihen und verschweigt, wie schlecht es ihm geht. Ein Zweitgutachten, das Dirk von Michael angefordert hat, liefert ihm das gleiche Ergebnis. Verzweifelt bricht Dirk zusammen, was ausgerechnet Steffen mitbekommt. Die Sonnbichlers werden von einem ortsbekannten Unternehmer gebeten, ein spezielles Bier zu brauen. Bedauerlicherweise haben Alfons und Hildegard keine Kapazitäten mehr für eine neue Biersorte und lehnen ab. Daraufhin signalisiert der Unternehmer Interesse, die Brauerei zu kaufen. Christoph freut sich sehr, als er sieht, dass Ariane doch nicht abgereist ist. Bei einem gemeinsamen Spaziergang entsteht sofort wieder eine vertraute Nähe. Christoph und Ariane verbringen vermehrt Zeit miteinander. Franzi erzählt Tim von Nadjas Geheimnis. Steffen überdenkt sein Verhalten Dirk gegenüber. Alfons wird von seiner Nichte Vanessa überrascht. Bela und Lucy erhalten einen Auftrag. Christoph gefällt es zunehmend, seine Zeit mit Ariane zu verbringen und sie entdecken immer mehr Gemeinsamkeiten. Um ihre Beziehung mit Christoph zu vertiefen, verabredet sich Ariane mit ihm in der Almhütte. Doch plötzlich bricht ein Feuer aus. Franzi kann vor Tim Nadjas Geheimnis nicht länger für sich behalten und es platzt aus ihr heraus, Nadja hatte eine Fehlgeburt. Tim kann seinen Schock vor Franzi kaum verbergen. Steffen ist über den Zusammenbruch seines Vaters schockiert und erfährt die Hintergründe. Bewegt erzählt er Franzi davon, die ihn dazu ermutigt, seinen Vater jetzt nicht im Stich zu lassen. Alfons und Hildegard versichern Franzi und Steffen, sich auf jeden Fall für deren Cidre-Produktion einzusetzen, falls sie ihre Brauerei tatsächlich verkaufen sollten. Kurz darauf erwartet die Sonnbichlers eine freudige Überraschung, ihre Nichte Vanessa kommt zu Besuch. Lucy und Bela erhalten von Werner den Auftrag, das Marketing für den bayerischen Businesslauf zu übernehmen. Begeistert legen die beiden sofort los und organisieren eine Drohne für die Filmaufnahmen. Christoph sieht Ariane als seinen persönlichen Schutzengel. Eva sorgt sich um Christoph. Steffen und Franzi können vorerst keinen Cidre produzieren. Vanessa will Fuß im Fürstenhof fassen. Ariane rettet Christoph selbstlos aus den Flammen. Später im Krankenhaus bedankt sich Christoph bei Ariane und ist tief gerührt, dass sie für ihn ihre Phobie überwunden hat. Als Eva vom Brand in der Almhütte erfährt, erkundigt sie sich besorgt bei Hildegard nach Christophs Gesundheitszustand. Obwohl Hildegard Entwarnung gibt, taucht Eva bei Christoph im Krankenhaus auf, um sich selbst ein Bild zu machen. Franzi und Steffen stehen vor einem Problem, die Sonnbichlers wollen ihre Brauerei verkaufen, aber der neue Käufer will keinen Cidre produzieren. Sogleich machen sie sich auf die Suche nach einer neuen Brauerei, jedoch ohne Erfolg. Vanessa würde gerne länger in Bichelheim bleiben und macht sich auf die Suche nach einem Job. Schlagfertig heuert sie bei Werner als Fitnesstrainerin im Fürstenhof an. Zwischen Natascha und Michael kommt es zum Streit. Robert gibt nach. Dirk will mit Steffen und Franzi ins Geschäft kommen. Paul ist von Vanessa genervt. In der Hoffnung, Michael und Natascha wieder zu versöhnen, gelingt es André mit einem Trick, dass die beiden scheinbar zufällig am See aufeinandertreffen. Doch es kommt sofort zu einem heftigen Streit. Eva beschließt, einen Brief zu schreiben, der ihr Gewissen entlastet. Als Robert sie darauf anspricht, beteuert Eva, den Brief nur für den Notfall verfasst zu haben. Kaum ist Christoph aus dem Krankenhaus entlassen, ereilt ihn eine schlechte Nachricht nach der anderen. Währenddessen erwirbt Dirk die Brauerei der Sonnbichlers, um Franzi und Steffen ihre Cidre-Produktion doch noch zu ermöglichen. Paul ist sauer, Werner hat ihm die Leitung des Fitnessbereichs entzogen und an Vanessa übergeben. Franzi findet im Traum Tims Pferd. Eva lernt Vanessa kennen. Michael kann Nataschas Herz nicht erweichen. Steffen steht nicht mehr unter Mordverdacht.
Tim erfährt entsetzt, dass sein geliebtes Pferd Nero entlaufen ist. Sofort macht er sich auf die Suche nach ihm. In der Nacht träumt Franzi davon, Nero und Tim auf einer Wiese zu begegnen. Motiviert macht sie sich auf den Weg zu der Wiese aus ihrem Traum. Alfons und Hildegard laden Eva zum Essen ein, damit sie Vanessa kennenlernen kann. Michael überrumpelt Natascha mit einem Kuss. Für einen kurzen Moment kann sie sich dem alten Zauber nicht entziehen, doch dann stößt sie Michael überfordert von sich. Obwohl Christoph ihn unter Druck setzt, bleibt Dirk bei seiner Lüge, dass Tim ihn niedergeschlagen hat. Christoph befürchtet immer mehr, die Unschuld seines Sohnes nicht beweisen zu können. Währenddessen erfährt Steffen, dass er nicht mehr unter Mordverdacht steht. Dies feiert er gemeinsam mit Dirk und Linda. Franzi wird von ihren Gefühlen überwältigt. Paul merkt, dass Vanessa es faustdick hinter den Ohren hat. Dirk zieht seine Aussage zurück. Durch einen Zufall fliegt Tims Versteckspiel vor Franzi auf. Während Franzi mit ihren Gefühlen kämpft, beginnt in Thailand die Suche nach Boris als Tim, der auf einer Überwachungskamera gesichtet wurde. Für Tim ist klar, bevor sein Bruder für ihn ins Gefängnis geht, soll dieser zurückkommen und er wird untertauchen. Franzi ist entsetzt und gesteht Tim mit emotionalen Worten, dass sie nicht damit leben könnte, ihn nochmal zu verlieren. Vanessa erlaubt Lucy und Bela, Paul beim Lauftraining mit der Drohne zu filmen. Doch Paul beschädigt die Drohne und ein Gast beschwert sich, gegen seinen Willen gefilmt worden zu sein. Als Robert Paul und Vanessa daraufhin zur Rede stellt, ist Paul überrascht von Vanessas Reaktion. Dirk gibt vor Steffen zu, bei der Polizei gelogen zu haben. Steffen ist fassungslos und verlangt von seinem Vater, seine Aussage zurückzuziehen. Und zu Steffens Überraschung geht Dirk tatsächlich zur Polizei und stellt dort richtig, Tim nicht am Tatort gesehen zu haben. Nadja versucht zu fliehen. Bela und Lucy verlieren ihre Drohne. Robert lässt Emilio allein. Christoph kommt Nadja auf die Schliche. Ihm wird klar, dass sie versucht hat, Dirk umzubringen, um Tim anschließend die Tat anzuhängen. Doch bevor Christoph sie zur Rechenschaft ziehen kann, bekommt Nadja mit, dass sie aufgeflogen ist. Panisch ergreift sie die Flucht. Franzi schafft es, Nadja einzuholen und fordert sie auf, sich zu stellen. Doch Nadja denkt gar nicht daran. Bela gelingt es, die von Paul beschädigte Drohne zu reparieren. Da Bela arbeiten muss, lädt er ein Routenprogramm herunter, damit die Drohne ferngesteuert Landschaftsaufnahmen machen kann. Als er das Programm mit Lucy testet, verliert er die Kontrolle über die Drohne. Eva hat einen Arzttermin und Robert muss eine Weile auf Emilio aufpassen. Während er mit seinem Sohn im Garten spazieren geht, hört er plötzlich aus dem Gewächshaus ein lautes Scheppern. Als anschließend Nadja kopflos aus dem Gewächshaus rennt, beschließt er, nach dem Rechten zu sehen und lässt Emilio im Kinderwagen alleine zurück. Das war ja heute eine richtig spannende Vorschau, doch was mich noch wundert, wieso musste Nadja flüchten, etwa wegen dem Babygeheimnis? Hoffentlich können Tim und Franzi glücklich bleiben. Und Sturm der Liebe ohne Natascha, unvorstellbar. Zum Glück bleibt sie. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.